Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem kurzen und knappen Video und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen wieder schnellste und gute Besserung. Ja, das wird jetzt so ein kurzes Infovideo. Ich denke mal, viele von euch warten da jetzt schon drauf. Ich hatte ja mal wieder eine versteckte Verlosung. Silvester, ich glaube genau auf den Silvestertag habe ich die ja gestartet. Hab die natürlich versteckt, aber viele von euch haben sie gefunden und da möchte ich mich recht herzlich für bedanken. Ja, das zeigt mir einfach, ich habe doch viele, viele treue Zuschauer und ja, das freut mich sehr und da möchte ich mich ganz doll bei euch bedanken. Ja, und zwar, ihr solltet mir einfach nur eine Frage beantworten, was für ein Lidschatten oder was benutzt ihr im Moment sehr, sehr gerne für euer Augen-Make-up? Und das finde ich halt interessant. Ich lese mir das auch alles durch. Das gibt einem selber Inspiration. Und ja, ich lese, ich habe jetzt hier mit dem Zufallsgenerator ausgewählt und lese jetzt erstmal den Kommentar, der gewonnen hat, vor. Liebe Nadine, ich mag deine Videos sehr gerne. Dankeschön. Die Palette von Carly Bible ist wirklich ein Träumchen. Ja, weil um die Palette geht es halt und noch zwei Pinsel, die ihr gewinnen konntet. Ich hätte sie sehr gerne und würde mich über einen Gewinn super freuen. Meine Lieblings-Lidschattenfarbe ist zurzeit einfach ein schönes Nude mit einem Braunton in der Lidfalte. Das trage ich auch sehr, sehr gerne und ich finde, das geht immer und es geht schnell und zack, zack. Ja, finde ich auch sehr schön. Das finde ich sehr schön, weil es so natürlich aussieht. Aber an Feiertagen darf es auch gerne mal etwas mehr sein. Ein schönes neues Jahr 2018 dir und deinem Krümel im Bauch. Ja, danke schön. Fühl dich ganz lieb gedrückt, Naika. Ja, liebe Naika, herzlichen Glückwunsch. Ich blende deinen Namen nochmal ein, so geschrieben. Liebe Naika, ich danke dir für deine lieben, lieben Worte. Und ja, du hast mit deinem Kommentar gewonnen und ich würde sagen, du schreibst mir jetzt einfach am besten hier über YouTube, gehst auf meinen Kanal und schreibst mir eine private Nachricht, einfach mal eben mich anschreiben und dann können wir alles weitere in die Wege leiten, damit ich dir den Gewinn schnell zuschicken darf. Ja, genau. Allen anderen, ich bedanke mich wie immer sehr für eure Teilnahme und ja, es gibt ja immer wieder mal so eine kleine versteckte Verlosung auf meinem Kanal, deshalb nicht traurig sein. Vielleicht gewinnt ihr ja beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, war es das schon, ihr Lieben. Ich versuche jetzt noch im Anschluss, heute ist schon Freitag, ich weiß nicht genau, ich muss gucken, heute oder morgen. Ich möchte halt gerne noch für euch ein schönes Video zum Wochenende haben. Ich war im DM und habe ein paar neue, schöne Sachen entdeckt, habe auch noch was nachträglich quasi zu Weihnachten bekommen. Ach ja, und das wollte ich euch gern zeigen. Ich hoffe, ich schaffe das noch, das wäre schön, ja. Okay, ihr Lieben, dann freue ich mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir schön gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.